Ich bin die Anja und studiere im vierten Semester den Bachelorstudiengang Marketing und Kommunikation an der FH St. Pölten. Das Besondere an dem Studium ist, dass wir Lehrende direkt aus der Praxis haben, wodurch wir Studierende einen direkten Einblick in die neuesten Trends der Marketing- und Kommunikationsbranche bekommen. Im ersten bis dritten Semester lernen wir Basiswissen. Das heißt, wir haben Inhalte aus Kommunikation, Werbung, Medien, aber auch Marktforschung und haben Einführungslehrveranstaltungen in Werbung, Public Relations, Eventmanagement oder Media- und Kommunikationsplanung. Das sind dann die vier Spezialbereiche, aus denen man zwei für das Vertiefungsstudium wählen kann. Das findet dann im vierten und fünften Semester statt. Und damit hat jeder Student und jede Studentin die Möglichkeit, sich wirklich auf die Bereiche zu fokussieren, die ihn oder sie am meisten interessieren. Und im sechsten Semester findet dann ein Berufspraktikum statt. Außerdem haben wir ja ein Praktikum und da können wir dann das erlernte Wissen direkt in die Praxis umsetzen. Und es ist nicht selten so, dass nach dem Praktikum die Unternehmen einen fix einstellen möchten. Außerdem finde ich spannend, dass man im Rahmen des Studiums ein Projektmanagement-Zertifikat machen kann. Ich habe mich für die Vertiefung Werbung und Public Relations entschieden. Die zwei habe ich deswegen gewählt, weil ich einfach wissen möchte, wie konkret Werbekonzepte entstehen und welche Möglichkeiten es bei der Gestaltung von Werbemitteln gibt. Und in Public Relations interessiert mich vor allem das richtige Schreiben von Texten und die Zusammenarbeit mit Medien. Daneben gibt es eben auch noch die Vertiefung Eventmanagement oder Media- und Kommunikationsplanung. Wir planen, organisieren und konzipieren die Umsetzung für Still- und Bewegtbildmaterial. Beispielsweise organisieren wir Videodrehs für TV-Werbung oder nehmen Radiospots auf. Wir sind also von Anfang bis Ende einer Produktion dabei und bekommen die Realisierung von einer Idee bis zum fertigen Endprodukt mit. Außerdem macht es mir Spaß, dass wir gemeinsam Ideen und Konzepte entwickeln für diverse Audioformate, wie zum Beispiel Podcasts oder Radiospots. Am meisten Spaß in dem Studium machen mir die interaktiven Lehrveranstaltungen, wo man wirklich Konzepte erarbeitet und die eigenen Ideen umsetzen kann. Und man arbeitet da meistens im Team, das heißt, das macht natürlich dann noch viel mehr Spaß. Das ist eines der schönsten Punkte an dem Studium, dass man wirklich so tolle KollegInnen kennenlernt und das traue ich mir jetzt schon sagen, die Freunde fürs Leben werden. Nach dem Studium sehe ich mich in einer Werbeagentur, aber dadurch, dass der Bachelor so vielseitig ist, stehen uns wirklich viele Türen offen. Eine Kollegin möchte beispielsweise Mediaplanerin werden und die andere ins Eventmanagement gehen. Wo es mich dann also wirklich hinzieht, das werde ich noch sehen.